Eintracht Frankfurt hat Interesse an ihm. Boah, das wäre natürlich, wär natürlich eine Sache. Aber ich will mich hier nicht aus dem Staub machen. Ich glaube, die Spieler, denen geht's so gut, die wollen nicht wechseln. Die haben sich da wirklich, also halbe Kader läuft der Vertrag aus, halber Kader will nicht verlängern. Ich habe vielen Spielern habe ich bessere Angebote gegeben, als sie derzeit haben, sehr viel besser. Benteke habe ich dem ein Drittel mehr gegeben vom Gehalt plus noch ein paar Bonuszahlungen und ein paar Sachen im Vertrag noch drinne stehen. Die wollen hier wirklich sich hier echt ins Schaufenster spielen und dann schön Ende der Saison ablösefrei wechseln, alle schön Handgeld mitnehmen. Deswegen verschiebe ich die jetzt erstmal alle in die Reserve. Das sind ja auch die Spieler, die kaum Leistungen gebracht haben, ne? Also, was heißt kaum Leistung? Klar, jeder hat da auch, auch Teil der Mannschaft hat auch teilweise Leistungen gebracht. Nur da sind halt einige Spieler bei, die haben die nicht auch Verträge unterschrieben? Ja, zum 1.1. auch. Ich hoffe, ich mache hier keinen Fehler. Da sind ja auch schon einige dabei, die man durchaus gebrauchen könnte. So, erste Mannschaft. Ja, ich würde dann erst Verstärkungen holen, wenn dann da ein paar gewechselt sind. Zum 1.1. können wir dann aber auch aktiv werden und ja, dann ein bisschen genauer schauen. Hühne, super. Auch mit einem Angebot.
Ich bin jetzt mal ein bisschen runtergegangen mit den Forderungen. So, da kommen jetzt auch die Angebote für Wilms. Estevao auch endlich. Jetzt sind wir hier bei der Auf- und Abbewertungsrunde. Hünel schwache Leistung. Bekarim auch. Schütte hat sich verbessert. Winkler verbessert. Düring auch. Gieselmann, genau die richtigen Spieler, die wir auch langfristig haben, haben sich verbessert. Und ein paar, die nächstes Jahr eh wechseln wollen. Sich halt nicht verbessert. Ich probiere es hier noch mal mit den Vertragsverlängerungen. So. So. Mal gespannt, ob jetzt der ein oder andere zusagt. Haben sich ja jetzt, die haben ja jetzt so mal ein bisschen Zeit gehabt, über nachzudenken.
Noch abwarten. Boah, den haben wir halt gar nicht gescoutet. Nee. So 50%. Okay, so, das passt soweit. Warten wir bis die Verhandlungen passiert sind, bis die Spieler Entscheidungen getroffen haben und dann überlegen wir uns eine Strategie, wie wir die Transferperiode gestalten. So, also Wille, super, der hat auch ein Angebot bekommen. Arifi, nochmal hoch. So, Benteke hat sich auf jeden Fall verlängert. Das ist schon mal sehr gut. Das war wirklich einer unserer stärkeren Spieler. Hasani nicht, okay. Wissen wir auf jeden Fall, wo wir stehen. So, dann würde ich sagen, wir brauchen erstmal Neuverstärkung, ne? Schutte weist Angebot zurück. Wegen weist Angebot zurück. Kühnel. Okay, dann haben wir schon mal Hasani, Schütte, Kühnel und Wegen. Wir sollten auf jeden Fall nach defensives Mittelfeld erstmal Ausschau halten. So, gehen wir mal auf den Transfermarkt, gucken mal, was da so abgeht. Und schauen mal nach Sechser. Joe Ledley. Alter, der will viel zu viel. Das ist gar nicht machbar. Okay, was hatten wir noch? Stürmer hatten wir. Auch null machbar. Auch nichts für uns. Die sind alle nicht auf unserem Level. Ne. Ja, ich glaube, wir müssen im Jugendbereich gucken. Die wollen alle nochmal dick kassieren. Nochmal Innenverteidigung.
Gibt's keine freien Spieler. Oder wir gucken halt bei uns in der Liga. Aber wir haben auch nicht so viel Transferbudget, dass wir da einkaufen können. Wir können für nächste Saison Spieler mit auslaufenden Verträgen verpflichten. Dann würde ich sagen, gucken wir mal im Jugendbereich. So, gehen wir mal auf Verträge. Also, wir brauchen Stürmer, zwei. Mal so die Übersicht. Wir brauchen Stürmer, zwei OMs, wobei ich glaube, Arifi könnten wir noch verlängern. Da ist es noch offen. Benteke hat verlängert, das ist gut. Zwei OMs, ein Stürmer, zwei Defensiven, Innenverteidiger. So, wie machen wir das? Gucken wir nochmal in den U-Nationalmannschaften. Vielleicht auch im Ausland einfach mal gucken. Schweiz, Österreich. Sprechen die auf jeden Fall Deutsch. So, wir brauchen Innenverteidiger. Da geht's nicht. Und hier auch nicht. Wir brauchen Sechser. So. 20 ist bei uns das höchste der Gefühle. OM bräuchten wir auch. Ein Stürmer. Also Innenverteidigung. Hatten wir gerade. Sechser. In der Schweiz hat man zumindest mal so das Gefühl, dass da die Spieler eher auf unserem Niveau sind. Der will 75.000, überhaupt nicht machbar. Österreich nochmal rein.
Da haben wir einige Spieler auch in Österreich mit dabei, nicht so viele wie in der Schweiz. 20 ist zu viel. Ich hoffe, wir übernehmen uns hier gerade auch nicht. Weil wird wahrscheinlich nur ein Bruchteil davon dann am Ende zu uns wechseln, die Regionalliga. Und wir bieten hier ja auch keine super Angebote. So, mir ist, ich glaube, wir brauchen Innenverteidiger, OM und Stürmer noch ein paar. Mal gerade. Jugendbereich. Wir mal bei Frankfurt. Wird auch noch gut reinpassen von der Summe. Sechs haben wir, glaube ich, genug. Aber der ist zu teuer. Gut. So, das sollte jetzt reichen. Ich hoffe, da entscheidet sich der ein oder andere für uns. Und dann können wir ja auch noch von uns ein paar Spieler abgeben. So, ich bin auch bei Arifi gespannt, ob der sich am Ende noch für uns entscheidet oder gegen uns. Ja, Arifi weist auch das Angebot zu und dann geht's auch schon direkt in die Rückrunde. So, jetzt wird spannend. Wir haben auf jeden Fall ein paar Spieler verpflichtet, das sehe ich. Hier haben wir drei Spieler, vier Spieler. 5, 6. Hoffen wir mal, dass das auch verteilt ist auf die Position. Holen wir jetzt mal in die erste Mannschaft. 6 haben wir dazu bekommen. Offensiv, Innenverteidigung, 2 Stück Stürmer. Jawohl. Also besser hätte es nicht laufen können. Transfers sind wir jetzt aber miese. War richtig in der Miese. So. Stärkentechnisch muss man leider sagen, es nicht ganz so gut sind. Aber ja, ja, müssen damit jetzt arbeiten, müssen versuchen, jetzt noch ein paar Spieler zu verkaufen und dann vielleicht aus der eigenen Jugend noch ein paar hochzuziehen, um dieses Minus bei den Transfers irgendwo auszugleichen. Und wird aber sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Und bis dahin. Eine gute Zeit. Ciao.